ein Brot, bin ein Brot, bin ein lecker, lecker Brot, das geknetet und gebacken wird. Ich bin schmackhaft zum Frühstück, schmackhaft um zwei. Ja, und wer mich abends wieder geht, noch schnell zur Bäckerei. Bin ein Brot, bin ein Brot, bin ein lecker, lecker Brot, wird geknetet und gebacken, ganz ohne Not. Was ist denn los? Was? Kein Feenstaub? Hey Larry, wach auf! Grande Cappuccino mit der Milch, dem Kaffee, dem Schaum und der Tasse extra. Was? Also nochmal. Grande Cappuccino mit der Milch, dem Kaffee, dem Schaum und der Tasse extra. Die Nacht zu kurz und der Schlaf fehlt uns sehr. Ah, das Land der Träume. Eine magische Welt, in der man fliegen oder unter Wasser atmen kann. In der Regenbögen wie Flüsse fließen und wundersame Tiere auf Wolken tanzen. Eine Welt ohne Grenzen. Wohin, oh, wohin wird mich meine Fantasie wohl dieses Mal tragen? Bin ein Brot, bin ein Brot, bin ein lecker, lecker Brot, das geknetet und gebacken wird. Ich bin schmackhaft. Verdammt. Okay, Cut. Die Szene ist im Cut. Danke an alle. Was ist denn los? Sie hat sich in ein Monster verwandelt. Aber Sie haben recht. Mom wird den Kampf nicht annehmen. Ich fürchte, sie hat keine Wahl. Mom wird den Kampf nicht annehmen. Ich fürchte, sie hat keine Wahl. Ich will keinen Ärger. Lass es sein, Yugi. Ich weigere mich, mit dir zu kämpfen. Lassen wir das, Yugi. Du gewinnst. Ich will keinen Ärger. Oh. Das ist nur ein Kratzer. Was ist mit dir? Hey. Schon besser. Oh. Und schon geht's los. Geheimwaffe? Mom wird den Kampf nicht annehmen. Ich fürchte, sie hat keine Wahl. Was ist denn irgendwas nicht mit meinen Haaren? Sieht es mit diesem Hut besser aus? Ich finde, er passt sehr gut zu meinen Augen. Na, Timmy, Nico. Ich war doch nur eifersüchtig. Eifersüchtig.
friends for. Ich gebe euch 3 Chancen zu beweisen, dass Videospiele etwas Gutes bewirken können. Die Sitzung wird vertagt. Los, zurück. Meine Kinder haben schon ganz viereckige Augen. Meine Tochter hat vom Spielen einen Sprachfehler. Sie machen Spaß. Was ist denn mit dem los? Denken, dass Videospiele doch ein schlechter Einfluss sind. Mal sehen, was sie dann erst von Büchern halten. Also los! Ah, das ist noch langweiliger, als bei der Bandprobe von Freunden zuzuhören. Oder auch Bildungsfernsehen. Sieht doch ganz gut aus. Bildungsfernsehen. Oder auch Bildungsfernsehen. Hey, das ist der Körper eines echten Videospielprofis. Dürfte ich fragen, was Sie uns mit diesem Auftritt sagen wollen? Bildungsfernsehen. Nein. Na, ein Videospiel. Vor diesen Videospielen hat mich Mutter immer gewarnt. Erklärt sie mir. Okay, nun werde ich beweisen, dass man durch Videospiele nicht den Realitätssinn verliert. Wow, das ist ja super! Auf Zeitreise. Popmusik. Habt ihr das gehört? Die Ziegen brennen! Videospiele einen durchweg positiven Einfluss auf unsere Kinder haben. Videospiele können sehr lehrreich sein, logisches Denken fördern und Jugendlichen dabei helfen, ihre Fantasie zu entfalten. Ich spiele nicht mehr mit. Videospielverbot in Elmo ohne Ausnahme. Sie hat recht. Sehen Sie, was Videospiele aus Otto gemacht haben. Er sieht doch ganz gut aus. Aber er hat einmal so ausgesehen. Mann, ich hab mir vom Knochen was gewünscht, aber es klappt gar nicht. Was hast du gedacht, dass es in Erfüllung gehen würde? Es gibt keine Zauberung. Es gibt keine Zauberei. Was? Zauberstab? Krieg ich ihn auch mal? Bitte was? Was? Zauberstab? Krieg ich ihn auch mal? Ich glaube, wir zwei beide werden dicke Freunde. Was? Zauberstab? Watterson, wären Sie so freundlich und würden aufhören, die Augäpfel meiner Frau durch Ihre öffentliche Zurschaustellung zu beleidigen?
Sie sehen lächerlich aus. Ich glaube, wir zwei beide werden dicke Freunde. Was, Zauberstab? Was, Zauberstab? Ich glaube, wir zwei beide werden dicke Freunde. Das habt ihr für mich getan? Natürlich! Wir müssen dir etwas erklären. Was ist los? Warum habt ihr aufgehört? Ich wünschte, du hättest nicht so eine blöde Frisur. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesagt. Also, Dad war heute bei der Schule und wollte euch abholen. Oh, das. Und seitdem versteckt er sich draußen im Schuppen. Da kann er uns wenigstens nicht blamieren. Hey, Achtung! Worin ist euer Dad gut? Worin ist euer Dad gut? Mein Dad ist reich an Vitamin B6 und an Kalium. Worin ist euer Dad gut? Dad gut. Er kann schwitzen, ohne sich zu bewegen. Worin ist euer Dad gut? Dad gut. Worin ist euer Dad gut? Worin ist euer Dad gut? Tja, und mein Dad schlägt Stein. Worin ist euer Dad gut? Dad gut. Ach, das ist doch gar nichts. Mein Vater ist so groß. Worin ist euer Dad gut? Dad gut. Er kann gut nett sein. Ich meinte mir eine Fähigkeit. Aber irgendwas muss er doch gut können. Aber irgendwas muss er doch gut können. Aber irgendwas muss er doch gut können. Bereit, dich zu entschuldigen? Nein. Oh, du lebst. Also, wie willst du uns hier runterholen? Hab ich ihm nicht gesagt, dass ich trotz allem stolz auf ihn bin, David? Ich war stolz auf ihn. Tut dir leid. Typisch. Ich war stolz auf ihn. Hättest du nicht versuchen können, auf der Matratze zu landen? Als ich davonging, wurde mir klar, dass ich zwar einen Freund verloren, aber zwei gewonnen hatte. Beide dem ersten weit überlegen. Ich will meine eigenen Gedanken in Worte fassen! Alter, die schreit förmlich nach unserer Hilfe. Nein, das tut sie nicht. Du konzentrier dich mal für eine Minute. Siehst du die anderen Kinder da hinten? Zum Beispiel? Die Welt dreht sich nicht nur um dich. Aber die scheinen nicht richtig gut im Helfen zu sein. Oh, das stimmt. Fuck. Piert ihr das nicht? Hier geht's nicht um euch! Ich hatte gesagt, es geht nicht um euch. Aha, es geht nicht um Keusch? Aha, es geht nicht um Keusch? Es geht nicht um euch! Ich hab dich viel gelehrt, aber eines solltest du dir besonders merken. Es geht nicht um euch. Aha, es geht nicht um Keusch? Tja, ich kapier's nicht. Entschuldigung, kenn ich euch? Hört mal, das ist... Tja, ich kapier's nicht. Ach, lasst uns in Ruhe. Mischumäusch? Was heißt das? Keine Ahnung, klingt fast kantonesisch. Ich versuche mir das nochmal. Ich hatte gesagt, es geht nicht um euch. Hey, die Wahrheit ist, das hier ist das echte Leben. Und es geschehen schlimme Dinge. Öffne deinen Geist. Öffne deinen Geist. Öffne deinen Geist. Nimm das nicht wörtlich. Versuchen wir das nochmal mit einer positiven Einstellung. Halt den Bus an! Was war denn das hier? Wir trocknen deine Tränen. Das Problem.
veränderst deine Einstellung zum Leben. Ich hatte gesagt, es geht nicht um euch. Es geht nicht um Keusch? Es geht nicht um euch. Es geht nicht um Keusch? Ich hatte gesagt, es geht nicht um euch. Keine Ahnung, klingt fast kantonesisch. Doch die Zeit angehalten. Überleg mal, wie schnell du aufgeschlagen hast. Richtig. Sorry, Mist. Was? Sie hat gesagt, wenn ihr noch mal zu spät kommt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als sie von der Schule zu verweisen. Verweisen? Yay. Sorry, Mist. Das ist wirklich schräg. Wir müssen die Uhr zurück auf Null setzen, dann ist alles wieder gut. Probier's mal. Ich stehe auf, wenn der Wecker klingelt. Wir müssen uns nie mehr Sorgen um die Zeit machen. Dass ich das mal sagen muss. Aber wir müssen zurück zur Schule. Wenn dich jemand von der Seite anguckt, dann haust du zu. So hier. Was? Was? Was ist? Ich meinte was im Sinne von was? Im Sinne von was? Es rockt. Ich habe das Gefühl, dass das nichts Gutes bedeutet. Das wird beruhigend normal. Damit kann ich leben. Hey, es muss doch nicht immer alles mit einem verrückten Stunt enden. Okay, jetzt können Sie schubsen. Mit Vergnügen. Richtig. Sorry, Miss. Sabeln, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Vielleicht sollten wir es einfach dabei belassen. Sorry, Miss. Hey, wir müssen die Uhr zurück auf Null setzen, dann ist alles wieder gut. Sorry, Mist. Sorry, Mist. Hat der ein Problem? Was wollt ihr zwei denn hier? Hast du Hausaufgaben gemacht? Nein, ich habe keine Lust, mit meinem Mund zu schreiben. Der Affe. Sorry, Mist. Vielleicht sollten wir es einfach dabei belassen. Es gibt nur einen moralisch akzeptablen Weg, es zu klären. Wir machen ein Mom-Duell. Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Oh, wow, eine... Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Und verbiss
oder tanzen. Na, ja, wahrscheinlich tanzen. Oh, schade, es muss sein. Hallo, es küsst dich. Okay, ich küsse dich. Oh, schade, es muss sein. Oh, schade, es muss sein. Hallo, es küsst dich. Okay. Na egal, kommst doch mal klar zu machen, eure Moms wissen nicht, was los ist. Meine Mom weiß doch niemals, was los ist. Wir geben ihr einen Punkt, weil sie überlebt hat. Und jetzt ist Tobias Mom dran. Diese Runde geht an mich. Scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Oh, scharfe Soße. Warum spielen wir nicht ein Spiel? Was, was? Der Platz da ist doch viel näher am Eingang. Wieder um. Ich weine doch nur, weil ich jetzt zu Fuß gehen muss. Ah. Abracadabra! Ja! Oh nein, da! Lauf! Warum spielen wir nicht ein Spiel? Gute Idee! Demnächst mehr Parkplätze. Parkplatz! Was? Wo? Wer war da? Jetzt ist er weg. Popcorn, salzig bitte. Warum spielen wir nicht ein Spiel? Gute Idee. Abracadabra! Meine Freunde, wir haben es geschafft. Totales Parken. Wir haben es geschafft. Totales Parken. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das fängt mit P an. Ist es dieses panikartige Gefühl, weil wir festsitzen? Nein. Ist es der plötzlich einsetzende Wahnsinn? Nee. Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ob man schon rauf darf. Meine Freunde, wir haben es geschafft. Totales Parken. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Hm. Im Stich lassen. Bist du sauer wegen irgendwas? Hör zu, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich kannst du das hören? Wie lange müssen wir das noch machen, Anais? Bis sie sich alle rausgetanzt haben. So wie er ist er ganz köstlich. Hey, was ist jetzt mit mir? Ja. Okay. Bist du sauer wegen irgendwas? Dann tu, was du tun musst. Sag mich, wenn du mich essen willst. Nimm zurück, was du gesagt hast. Im Stich gelassen? Ich hab dir nur nicht geholfen. Im Stich lassen. Ich hatte einen merkwürdigen Traum und dann fühlst du dich besser. Danke. Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Ich hab
deinen merkwürdigen Kopf. Nimm zurück, was du gesagt hast. Sag nicht, dass es mir leid tut, damit du dich nicht schuldig fühlst. Bist du sauer wegen irgendwas? Du hast mich im Stich gelassen. Tut mir leid. Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Darwin hat die Küche abgefackelt, Gumball den Computer fallen lassen und ich bin ziemlich sicher, dass ich mit dem Auto in einen Swimmingpool gefahren bin und ein paar Leute angeknabbert habe. Im Stich lassen.